So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Digger, eine neue Folge Pokémon Go. Wir sind jetzt hier am Tag 2 vom Pokémon Go Fest angelangt. Da ist Thomas, da ist Pupsi. Die losen, wann die hier kommen. Die gucken, wann wir hier abgeholt werden von der S-Bahn. Und dann gehen wir in die Stadt wieder zum Österreicher. Das ist aber nicht jemand, mit dem man sich trifft. Das ist da so ein Restaurant. Und ich glaube, ich werde wieder eine Stunde streamen. Das seht ihr ja dann, weil es gibt wieder eine Spezialforschung, die ziemlich klein ist mit 3 Teilen. Die werden wir im Stream abarbeiten und dann werden wir sozusagen eine kleine Raid-Tour machen. Die 9 freien Pässe an den neuen Raids machen. Und dann ist es irgendwann... Jetzt fahren wir mit dem Alten. Mann, ist die alt. Guck mal, wie alt die ist. Die ist so alt. Guck mal, wie lange die braucht, hierher zu kommen. Das sieht gut aus. Meinst du, die darf mal filmen? Da steigt er gleich aus und schubst mich aufs Gleis. Ja, ich film einfach dich. So. Hey! Guck mal, Linkin Park. Ne, da steht Sonnenpark. Viel Spaß, Thomas. So, wir sind jetzt hier wieder beim Österreicher angekommen, auf dem Markt in Gera. Da ist Gera, guck. Der Marktplatz. Da unten kommt Thomas, ne? Dahinter sitzt Genaya und Pupsi. Wir haben das erste Kapitel, wir haben die erste Forschung am zweiten Tag gestreamt. Wir haben jetzt gesehen, es gibt noch eine zweite Forschung. Wir wollten eigentlich einen Raid-Tag machen, die 9 freien Pässe für Anego rausballern. Jetzt werden wir wohl die Forschung auch noch machen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, das sind also die Aufgaben. Eine strahlende Welt 1 bis 6, laufe 1 Kilometer, lande 10 gute Würfe, fange 10 Pokémon. Das machen wir fertig, bauen einen Raid ein und dann gucken wir mal, wursten uns da ein bisschen durch und dann habt ihr da noch ein schönes Video am Ende. So, lass mal die Raid-Tour beginnen. Das ist der erste Raid von der Raid-Tour. Wie gesagt, wir wollten ja unsere 9 Raid-Pässe heute verbrauchen. Wir zeigen euch im Video jetzt nochmal kurz den kompletten Kampf. Staloboy ist halt richtig genial. Ich habe hier eins auf Level 50 mit 100%. Das zweite müsste ich eigentlich noch auf Level 50 ziehen. Muss die Attacke noch ändern, dass er dann auch Schlagbohrer kann. Er kann momentan Erdbeben. Dann Knackrack, Knackknack ein bisschen. Müsste eigentlich passen. Also wenn es alles gut läuft, müssten wir eigentlich 9 Stück hier reinkriegen. Wir haben jetzt schon einen im Stream gemacht. Den packen wir ausführlich jetzt hier rein. Die 100% Werte weiß ich jetzt leider auch nicht. Irgendwas mit 22, noch was, genau. 22. Ja, aber 22. Und dann 28 irgendwas. Ich habe auf jeden Fall schon 2 96er bekommen in den 2 ersten Raids mit dem Teil. Also gucken wir uns das mal an, wie viel der dann hat. Jeder sagt eh was anderes und alles so lecker und hin und her. Die sind total im Esswahn, also keine Ahnung. Frauen halt, ne? Zimtschokolade. Ihr seht, der geht auch relativ fix. Angeblich geht er auch im Duo. Der Thomas möchte ja zum Abschluss vielleicht auch ein Duo machen, den wir vielleicht auch in das Video reinpacken. Jetzt gucken wir mal, wer hat den höchsten? Wer hat den dicksten? Das ist immer die Frage jetzt in jeder Runde. Wer hat den höchsten? Dann gucken wir mal wegen Fang. 27, 87, also über 28 müsst ihr haben. Mit Wetterboost. Wir spielen jetzt mit dem iPhone, da kann man auch schöner Fang. Seht ihr ja, wie schön flüssig das fliegt. Dann können wir auch gleich noch ins nächste Kapitel von der Forschung eindringen. So, wer hat das höchste? Ich habe, glaube ich, das kleinste. Ich habe 85. Dann habe ich das höchste. 87. Ich habe 93. 27, 36. Deine Anja hatte vorhin 27. Das ist trotzdem schlecht. Okay. Wo ist die eigentlich? Ja, brauchst du ja auch über 28. Die wollte ja nur die Raidzeit fix und alle durchmachen. Einfach fabelhaft und wieder raus. Lässt sich aber gut werfen auf dem iPhone. Ich will nicht, dass S21 immer zu schlecht machen. Ich will nur, dass ich total begeistert bin davon, mit diesem Handy Pokémon zu spielen. Macht Spaß, ist flüssig. Akku ist auch gleich leer. Super. Ja, das mit Fang ist blöd, weil das Fang mache ich ja nicht immer komplett drauf. Nur beim ersten. So.
Der Pogo-Feiner braucht auch bald Strom. Ja? 21%. Belichtung ist hier halt wieder richtig scheiße, weil ich einfach nur aussehe wie ein... Licht braucht man nicht. Licht, ich bin halt einfach komplett schwarz. Licht, weil hier fehlt halt irgendwie ein bisschen Sonnenlicht. Also ein bisschen helles irgendwas. Licht wird überbewertet. Nee, ich werde auf Qualität und Ambiente in meinen Videos. Wenn man noch nichts sieht, ist immer doof. Wollen wir das jetzt rüberschieben? Ja. Bipin, können wir da nochmal die Karte haben? Fangen wir zu. Ja, sofort. Einen habe ich gefragt. Ja. Einen hat doch fast gedacht, ey. Das ist ihm einfach zu doof. Ich muss ja bei mir auch noch fahren. Einfach zu doof, ne? Ich muss bei mir auch noch fahren. Mir fängt auch keiner was. Ich sehe gerade, du kannst ja auch wieder umziehen. Du kannst ja auch, ja. Mhm. Muss ich mir machen. Weil ich muss das nämlich noch machen. Und was? Wenn es wieder auf der Karte los ist, gibt es eigentlich nur einen Rockenstoppen mal an. Ja, ich muss die ganzen Seiten aufziehen. Dann müssen wir auf Seite 2. Ja, das kommt mir überhaupt bei raus, letztendlich. 1, 2, 3. So, da ist er drin, hat wieder 3 Jahre gedauert, fast alle Bälle verworfen. Also wir haben, glaube ich, nur noch 4 Bälle übrig gehabt. Mit Wetterboost müsste der irgendwas über 28 haben. Ihr seht, der ist eigentlich schon relativ gut, ist auch nah an 28 dran. Über 28 wäre dann das Beste. Gera, wir wollen jetzt fix hier bei der Forschung noch die erste Seite abholen. Immer eine Seite, ein Raid, eine Seite, ein Raid. Das wäre perfekt. Und auf der zweiten Seite gibt es... Wir machen das schnell durch. Ist egal, was der jetzt redet. 10 verschiedene Arten von Pokémon fangen. Besiege 2 Mitglieder von Team Go Rocket. Schließe 2 Feldforschungsaufgaben ab. Es gibt wieder keine Pokémon-Belohnung, aber einen Raid-Pass. Das ist sehr cool. Und wir schneiden uns dann beim nächsten Raid wieder rein. Wenn jemand das 100er hat. Pupsi hat, glaube ich, das Beste aus der Runde gehabt. So, Grüße an den Elefanten Fika, ja, wenn man das so sagen darf. Der hat gerade eingeladen. Die anderen brauchen noch ein bisschen, die sind immer noch am Speisen. Die müssen noch ihre Forschung ein bisschen vorantreiben. Ich habe jetzt gedacht, ich bin so weit, dass ich jetzt ins nächste Kapitel kann von der Forschung und möchte aber den nächsten Raid zeigen und dann, wie die Forschung endet. Das heißt, der Elefanten Fika hat, wie gesagt, eingeladen hier. Wir gehen mal drauf, wir haben noch kurz ein Anego gemacht. Schauen mal, wie gut das ist. Ich weiß, die werde ungefähr... 22,56 muss der, glaube ich, haben. Der hat 21,98 und naja, der ist halt wieder schlecht. Jetzt müssen wir den schnell fangen und dann können wir euch gleich die Kapitel vorlesen, wie es weitergeht. So, der wurde diesmal schneller gefangen. Der war, glaube ich, im dritten oder vierten Ball drin. Wir hängen halt immer noch hier in der Mitte vom Gera-Markt. Deswegen ist hier immer noch dieser fette Brunnen, die Sonne knallt drauf. Wir gucken mal ganz kurz, wir bewerten das trotzdem schnell. 12, 11, 12, Berlin, Deutschland, gehen hier raus, gucken uns kurz die Forschung an. Kapitel 2 gibt es hier wieder Staub, es gibt einen Rauch, es gibt Bälle, es gibt Bären, es gibt einen Pass. Das haben wir schon alles gesagt. Zeigen euch das nächste Kapitel, bevor wir den nächsten Raid machen. Diesmal geht es, glaube ich, sogar um Raids. Wir drücken hier das Marsmännle durch, kämpfe in 2 Raids, setze 2 sehr effektive Ladeattacken ein, gewinne einen Raid. Das heißt, schnell 2 Raids machen und dann können wir das auch abschließen. Dann müssen wir uns bestimmt bewegen und mal den Marktplatz verlassen, weil hier außenrum sind ja gewisse Raids. Wenn nicht, mache ich noch schnell einen Fernraid oder so. Ihr ladet ja die ganze Zeit fleißig ein. So, Grüße gehen raus an Urinalbecken, aka Fritz Blöd, ne? Der hat mich jetzt auch eingeladen. Ich warte eigentlich immer noch drauf, dass wir weitergehen dann. Wir müssen aber eigentlich noch bezahlen. Ich bin einfach abgehauen. Hab schon mal den einen Raid jetzt hier vom Urinalbecken. Wir müssen aber gucken, in der Umgebung gehen ja noch etliche auf. Wir schneiden nur kurz rein, wie gut oder schlecht der ist. Wetterboost, 27,74 hat er, glaube ich. Über 28 muss er haben. Mit Wetterboost über 28, das ist also nix. 27,74. Aber vielleicht zum Tauschen. In Gera gibt es auch die erste Sechskirche Deutschlands. Das sieht man hier. Das ist 6. Und das da oben über mir ist die Kirche. So. Damit ihr mir auch glaubt. Das ist die Sechskirche.
Reusische Fürstenstraße. So, Sabrina Spielt hat eingeladen. Murmel ist auch drin. Das ist der Park der Jugend. Ihr wisst schon, das ist Gera. Der Park der Jugend. Nee, ja, nicht wirklich. Das sind irgendwelche Kanacken, die... Nein, das sind Jugendliche, die da rumliegen. Die schlafen da gerade. Also redet nicht so laut, sonst wachen die noch auf. So. Wir machen jetzt den Raid von Sabrina Spielt. Also ich. Die anderen haben ja, die sind ja alle nicht mit ihr befreundet. Doch Thomas, ich hatte keine Einladung. Ach Thomas, das tut mir aber leid. Wir gucken nur ganz kurz auf die WP, wie viel das hat. Es hat 27,39, ist schlecht. Das müssen wir jetzt fix fangen. Wenn wir es dann gefangen haben, können wir natürlich, pass auf, hier steht es nämlich sogar, Ostprinzessin Fudi Knuffel Little Duckling 3. Sabrina ist nicht angezeigt, aber ihr glaubt mir das ja auch so. Shiny! Spaß! Wir werden das jetzt eintüten und dann schließen wir noch schnell die Belohnung ab, dass wir im nächsten Kapitel wieder weitermachen können. So, wir haben es jetzt gefangen von der Sabrina Spielt. Guck hin! Aus Ahrensfelde, Brandenburg, Deutschland. Wie gut war eures? So habe ich mir das gedacht. Hä? Stimmt. Das ist das und da kommt das. So, aber ich kann jetzt schon mal hier die Belohnung abholen von der Seite 3. Da ist sogar eine Pokémon-Belohnung mit dabei. Gucken wir mal kurz rein, was das ist. Eine Superbrutmaschine gibt es auch. Das heißt, gleich werden wieder Eier gebrütet. Ihr habt ein Bronzel. Ein Charles Bronzel. Tüten wir mal ein, nehmen wir mal mit. Thomas macht hier... Ich warte nur auf dich. Thomas macht Wartungsarbeiten. Komm. Der wartet. Jalla. Ja, Bronzel wurde gefangen, Thomas. Du so, siehst immer, was hier alles abgeht. Können wir rein? Ui, ein Hunderter. Guck mal, Thomas. Ja, wir können rein. Scheiß auf dein Bronzel. Alter, das habe ich schon seit 2 Jahren. Das gab's jetzt aus der Forschung. Ich muss noch gucken. Ihr seid schon drin, ja, weil ihr einfach nicht warten könnt. Wir warten 5 Jahre, aber 5 Sekunden wir sind so viel. Nee, ihr seid drin. So. Nee, ich bin nicht nächstes drin. Kapitel, 4 von 6. Schicke 2 Geschenke an Freunde. Spiele 2-mal mit deinem Kumpel. Brüt Nai aus. Das ist super, denn wir haben nämlich hier Nai drin. Guck. 1,5 von 2, dann geht das auch gleich auf. Wir nehmen jetzt hier fix den Raid mit. Und Rinder. Und Rinder, genau. So, wir machen jetzt den Raid hier an der Tischtennisplatte. Ne? Zack, Tischtennisplatte, ja, richtig fett, richtig brutal. Du hast noch was. Alle am Abkacken, alles scheiße, alles behindert, Drecksvideo, hallo YouTube, wie geht's? Wir gucken mal, wer was hat. Ich habe Michael eingeladen, wenigstens etwas. Grüße an Michael. So, wir haben hier ein 27,71. Jemand mehr? 27,38, 27,44. Also nicht mehr? Nein. 27,61. Nicht mehr? Pupsi? Also mehr! Redet halt nicht mit mir! Das fangen wir jetzt und dann... Habt ihr ja gesehen, müssen wir irgendwas mit dem Buddy machen. So, wir sitzen jetzt hier im Podium, beim Podium, als Podium. Ich will mal ganz kurz hier zeigen, die Aufgaben, die wir abholen. Hier ist nämlich, hier sind so Bonbons, hier sind so Brüter, da ist so Zeug. Hier ist noch ein Pokémon drin. Solang wie das Pokémon auftaucht, zeige ich euch das da. Guckt euch das mal an. Da ist der Podiumsburger mit Chili-Cheese-Soße und Chili-Cheese-Pommes und Koslov. Nikolai Koslov, war das nicht mein Restler? Das ist der Thomas, den haben wir jetzt klein gemacht und da hängt noch was runter. Und die Shania hat hier so Süßkartoffelpommes und hier drüben gibt es Würzfleisch. Würzfleisch mit Chester-Soße. So, und jetzt, was gibt es überhaupt für eine Pokémon-Belohnung? Weil das ist auch interessant. Jetzt habe ich auf später gedrückt. Endlich gut. Kann ich essen. Jetzt habe ich die neuen Aufgaben. Die neuen Aufgaben heißen nämlich... Drehe 5 Stops, verwende 10 Bären, mach einen Schnappschuss vom Kumpel. Das krieg ich mir ja hier. Das hat mir keiner verraten. Das muss ich jetzt aber fragen. Da ist ja so ein Vieh drin. Ja. Ja. Das wollte ich dir ja vorenthalten. Nein, das wolltest du nicht. Dann nehme ich jetzt. Habe ich dir nicht gesagt. Das kann ja gar nicht fliehen. Nehmt aber mal die silberne, weil da gibt es im Endeffekt, nämlich noch eine Beere, ach, einen Bonbon mehr. Nein, daneben, gut.
Vielleicht ist das ja ein gutes. Wer hat das Beste? Keiner? Ich hatte 16,33. Oh, da bin ich drüber. Ich hatte 16,57. Oh, da bin ich drüber. Und ich habe einen Burger in der Hand. Vielleicht hast du ein gutes. Oh, ich glaub's nicht. Moment, jetzt müssen wir fangen. Eigentlich müssen wir mit roten Bären, roten Bällen fangen, damit wir 2 Jahre dran sitzen, bis es irgendwann mal drin bleibt. Einen Burger nimmt man immer in die Hand. Ne? Also scheiß auf das Besteck. So, jetzt ne? Muss ich's wieder hier hochdingsen. Thomas, jetzt habe ich gar nicht gefilmt, wie du da reinbeißt in deine Hand, weil du sie mit dem Burger verwechselst. Ich esse immer mit Besteck. Immer. Ich esse immer meine Hand. So fette Burger esse ich auch noch mit Besteck. Ah, Euda, bleib drin, Euda, 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 so viele Euda auf einmal. So, und solange wie das da hingeht, zieh's hier nochmal hoch. Das ist echt die Grütze hier, echt super brechen ist das hier, wenn es immer so runterrutscht. Das kommt halt schon wieder raus. Pass auf. So, jetzt können wir sie wieder hochziehen. Das ist gut, oder? Super gut ist das. Richtig stark, richtig brutal. Was spielt ihr Pokémon Go? Guckt euch das an. So, Anego, zack, wir bewerten es mal. Boah, 15, 11, 12. Was habt ihr denn dann gehabt? 0, 0, 3 oder 10, was? 12, 10 bei mir. Und es rutscht schon wieder runter. Jetzt haben wir sogar schon 6 Bären verwendet, das ist ja gar nichts gut. Aber wenn man das abholen, da brauchen wir erstmal vorher noch einen Raid, ne? So, klasse, da ist es natürlich schon wieder gefangen. Bisher ist nur ein einziges geflohen und das hat seine Gründe gehabt. Wer hat jetzt das Beste gehabt hier? 28,02 habe ich gehört. Mal gucken, was der Ramses hat. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe es gefangen, ohne hinzugucken. Und 27,32. Das ist aber schlecht. So, 10, 11 und 13, aber egal. Wir holen jetzt einfach hier das Kapitel 5 ab. Diesmal gibt es wieder keine Pokémon-Belohnung, es gibt aber ein Sternenstück, ein, habe ich vergessen, wie es heißt, Sinostein und 3 Sonderbonbons, haben dann immer noch ein Kapitel übrig, auf dem man auch nur Belohnungen abholt, so wie es aussieht. Jetzt redet er wieder die ganze Zeit, lass mal hier, wir wollen uns das gar nicht. Ja. Nimmst du jetzt nicht mit, brauchst du erst einen Raid, musst die Regeln einhalten, erst einen Raid, dann Belohnungen abholen. So, wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum nächsten Raid, ne? Das ist Pupsi, das ist Shania, das ist Icke. Und guck dir das an, das nächste Shiny, beziehungsweise ich glaube, das ist das erste Shiny für heute. Aber ein Shiny Laukaffs. Da hat mir, glaube ich, sowieso noch ein zweites gefehlt. Mal gucken, ob wir das jetzt hier direkt so eintüten können. Live on stage. Sieht auf jeden Fall interessant aus, durch diese grüne Färbung. Was? Wingal. Wingal. Na, das ist hässlich, das ist nichts Besonderes. Ihr dürft euch nur über das Laukaps freuen. Hört auf, Wingo Aufmerksamkeit zu geben. Das kriegt genug Aufmerksamkeit. Ja, kommt hier gleich ein Nipper dran. Ne? Wir laufen jetzt hier runter zum nächsten Raid. Der geht in 3 Minuten auf. Wir haben nämlich immer noch freie Pässe, beziehungsweise ich. Weil ich war so beschäftigt mit mir selbst, dass ich noch freie Pässe habe. So, wir stehen jetzt hier am Weltmosaik, ne? Das ist hier über uns, das zeigen wir euch mal kurz so. Das ist die Wand, das ist das Weltmosaik, da drüben sind die anderen, da ist Shania, die rennt hier rum, da ist Pupsi und Thomas ist da hinten, der musste noch kurz groß. Ja, wir kommen gleich runter, Thomas, wir helfen dir gleich beim Abputzen, kein Problem. So. Jetzt sind wir schon in der Lobby drin, wir werden ihn kurz mal umklopfen, gucken dann mal. Ja, wer ein gutes kriegt, ne? Und dann können wir endlich die Belohnungen abholen von der letzten Seite, von der Spezialforschung. Und dann habe ich, glaube ich, aber immer noch einen oder so. Ich weiß es nicht. Also, da kommt noch ein bisschen was. So, da ist der Duck von King of Queens, ne? Hi. Kennt man. Der sich hier niedergelassen hat. Was hat das Häufchen hingemacht? Hinterm Auto. Wir haben jetzt natürlich gefangen. Ich habe im Kofferraum geschissen. 3XL im Kofferraum. Wieder mal schlecht. 22,13. Das ist nix. Aber wir können jetzt die Aufgaben, die Belohnungen vom letzten Kapitel abholen. Nochmal 2022 EP. 2022 Staub. 2022 EP. Nochmal 2022 Staub. Dann nochmal 2022 EP. Und dann nochmal 2022. Ihr wisst ja, was es ist. Und dann sind wir fertig. Das war alles. Wir sind fertig, wir sind durch.
hat auch lang genug gedauert und ja, haben immer noch freie Pässe. Das heißt, wir müssen noch mal hier auf die Kacke hauen. Wortwörtlich, Thomas, wo ist dein Haufen? Habt ihr Toni gesehen, dann meldet euch bitte. Schwarzer Kader am 28.05.2022 vormittags entlaufen. Und das ist ein Stop. 2-2-2-2. Ey, so weit bin ich noch gar nicht. So, nächster Raid im Sack. 2-2-3-3. Jetzt habe ich nicht geguckt. 22-19-22-5. Wer bietet mehr? Okay. 22-6, das ist nicht mehr. Wer bietet mehr? 22-12. 22-33. So, dann Ramses mal drücken. Aber nicht, dass sie in die Hose geht. 21-88. Da vorne ist eigentlich die Arena, dieser Junge, der da sitzt. Geh, mit Gott, aber geh. Ah, warte, rausschneiden. Los, jetzt geh. So ungefähr. So, das ist übrigens die Arena gewesen von jetzt eben. Junge mit Akkordeon. Junge! Mit Akkordeon. Das sieht doch gut aus. Vor allem auch dieser gequälte Blick. Alles wird gut, Thomas. Wir zählen auf dich. Peace out. Taubsi! Ja, beim letzten Mal ist er aber weiter weggeflogen. Ich glaube, er vertraut mir langsam. Ha! Jetzt habe ich gar nichts gesagt. So, wir kommen langsam zum Endspurt, ne? Was ich lustig finde, immer überall, wo Genaya rumrennt, geht es immer zu Pikachu, Pikachu. Jeder, der die sieht, Pikachu. Dabei, das ist doch Evoli. Evoli. Ich glaube, die kennen sich gar nicht aus. Wir machen jetzt hier den nächsten Raid noch fix. Pupsi ist am Start, Thomas ist am Start, Evoli ist am Start. Wir stehen jetzt hier an der ehemaligen Hauptsalon. Schenkendorfstraße, glaube ich. Ja. Wir gucken mal kurz, ob es gut ist und wenn nicht, hüpfen wir direkt zum nächsten. Es sind eigentlich auch nur noch 4 Minuten Event. 22.12, das ist nix. Privat? Sagst du mir den Code? Hä? Code? Pikachu's Mad Bobisa. Okay, ich bin da. Muss man da beleben? Weichst du aus? Nur einfach dann wieder reingehen, fertig. Okay. So, der Thomas hat jetzt die glorreiche Idee gehabt, weil nämlich gleich die Straßenbahn kommt und wir dann damit zurückfahren müssen, weil es ist jetzt nach 18 Uhr. Das heißt, es ist jetzt eigentlich, es gibt keine Spawns mehr, gar nichts. Wir haben jetzt aber gesehen, hier ist noch einer. Also eigentlich sind es noch mehrere, aber da ist noch einer, den wir noch fix mitnehmen wollen. Und Thomas wollte unbedingt mal einen Duo-Raid ausprobieren. Mit Anego. Und deswegen haben wir jetzt als erstes hier Stalobor drin, weil der nämlich richtig brutal ist. Und durch seinen Stahltyp auch nicht so hart getroffen wird. Und ansonsten habe ich hier Knackrack. Und ich weiß noch nicht mal, ob die Knackrack überhaupt Bodenattacken haben, fällt mir gerade ein. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn wir machen ja einen Duo-Raid. Thomas, meinst du, das wird was? Ja, wird gut. Okay, gut. Ja, eingeladen wird keiner. Ich sehe dich aber nicht in der Lobby, ich sehe nur mich. Du bist unsichtbar. Und ansonsten, damit das hier besser aussieht, habe ich mich jetzt extra auf den Boden gelegt. Vielleicht kommen wir am Ende jemand mal abfilmen, wie das aussieht. Aber erstmal müssen wir den Duo machen. Und dann geht's schnurstracks, schnagurst zurück zum Thomas. Sachen packen. Nach dem harten Arbeitstag heute dann noch heimfahren 2 Stunden. Und dann kommt auch noch Hell in a Cell. Ohne Roman Reigns. Es wird ja immer besser. Na, ich finde es schade, was die momentan machen in der WWE. So, jetzt haben wir die ganze Lobbyzeit überbrückt. Wie ihr seht, mache ich einen Solo-Raid, weil ich bin ganz alleine. Thomas, hast du Bock? Nein. Ach so. Ja, Thomas ist raus. Gut. Wir probieren das jetzt mal. Wir hauen jetzt mal hier drauf und gucken mal, was passiert. Da steht Schlagbohrer. Ach, ich habe die Attacke nicht geändert auf Schlagbohrer beim zweiten. Ist immer noch Erdbeben drin, aber das ist egal. Probieren geht über Studieren. Einfach machen. Ne? Ihr seht ja, das zieht auf jeden Fall schon ordentlich ab. Beim Anego. Ich habe mein Kampfteam auch die ganze Zeit einfach Anne Go genannt. Ne? Anne Go.
Hat gar keinen Sinn, mache ich öfters mal. Ansonsten hoffe ich, dass der Akku durchhält. So, der frisst auf jeden Fall. Deswegen ist er auch so groß, weil er regelmäßig frisst. Schlagbohrer kommt oft zum Einsatz, okay. Mal gucken, ob er es überhaupt schafft, ein Erdbeben zu machen. Der zweite, den wir dann haben. Oder ob er tot ist, bevor überhaupt irgendwas geht. Wir sind ja bestimmt gleichzeitig tot, oder? Meiner ist jetzt weg, deiner auch, sehe ich schon im Hintergrund. Jetzt kommen die Erdbeben-Maulwurfs. Mal gucken, was die so machen. Ob das einen Unterschied macht und die mehr Schaden reindrücken. Müsste jetzt eigentlich fett reinhauen, aber vielleicht ist das von der Zeit her mit Schlagbohrer trotzdem natürlich sinnvoller. Ein Erdbeben gerade mal gemacht, jetzt das zweite. Ich glaube, zum dritten werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr kommen. Ich glaube, bis das dritte geladen ist, bin ich auch weg, aber wir sind schon fast bei der Hälfte. Fast. Nach 100 Sekunden. Wenn Glück haben, haben wir vielleicht sogar noch 100 Sekunden übrig am Ende. Jetzt habe ich wieder zu hoch gepokert. Moment. Jetzt ist es bei der Hälfte. 100 nach 100 Sekunden. So, jetzt die Knackrack einfach weiter draufhauen. Das sieht doch gut aus. Das geht sehr flüssig. Habt ihr auch mal ein Duo probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Mir sticht was in den Oberschenkel. Das Knackrack, ja, das. Ich merke keinen Unterschied, ob ich jetzt Knackrack oder Stallobohr habe. Von demjenigen, was es einsteckt. Also die fallen sowieso nach 3 Attacken, sind tot. Also ist eigentlich wurscht. Den hat er, glaube ich, nicht mehr durchgedrückt. Der hat aber auch noch Erdkräfte. Also bis jetzt sieht eigentlich alles gut aus. Wenn es in den roten Bereich ist, heißt das dann, der hat noch ein Viertel oder ein Drittel? Ja, für ein Drittel ist es zu wenig, glaube ich. Könnte ein Viertel sein, oder? Jo. Ein Viertel Energie. Noch 140 Sekunden. Schaffen wir es, in den 40 Sekunden den Rest wegzumachen, sodass wir 100 Sekunden Restzeit haben? Das liegt jetzt ganz am Thomas, denn ich gebe hier alles. So, und wir drücken fröhlich weiter. Also, boah, wir sind bei, wenn es so weitergeht, sind wir bei 110 fertig. Der hat auch Erdkräfte hier vorne, das sieht gut aus. Also die Attacken sind auf jeden Fall gut gewählt. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ah, ah. 105. Ich zähle es erst ab jetzt, wo es, na gut, okay, okay. Nein, du musst sehen, wann die Partner da weg sind. Ja, ja, der Thomas wieder. Da haben wir endlich mal eine Interaktion heute zusammen, ne? Jetzt müssen wir es leider noch fangen. Obwohl, das Fangen ist jetzt nicht das Wichtigste. Das Fangen kann man auch unterwegs vielleicht. 17 Bälle. 27,33 Wetterboost. Okay. Pupsi, kann ich dir mal kurz die Kamera geben? Magst du kurz einfach mal so filmen? Als Outro, wie man so da. Voller Körpereinsatz. Ansonsten war es das jetzt von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke Thomas. Danke Jenna und Evoli. Danke Pupsi. Liebe dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah.